Klassenerhalt geschafft, das muss gefeiert werden. Der FCA hat sich nach dem 1:1 gegen Schalke erstmal in den Flieger nach Mallorca gesetzt. Die Devise, es sich so richtig gut gehen lassen und ganz viel entspannen. Oder? Ja, ich weiß nicht. Also, also was darf ich auch nicht verraten, aber ja, wir haben schon ein paar, das so ein bisschen Gas geben, manche nicht, aber okay. Aber ein bisschen wurde sich unter der Sonne Mallorcas dann doch auf den HSV vorbereitet? Nein, nein, nichts. Nichts über Trainings oder irgendwas. Wir haben einfach Spaß. Wir sind dahin zu fliegen, zum Spaß zu haben, ein bisschen den Kopf auszuschalten. Ja, und das haben wir getan. Wir finden, absolut verdient. Am Mittwoch standen dann aber alle wieder auf dem Platz. Denn bei allem Spaß will sich die Mannschaft im letzten Heimspiel gegen den HSV nochmal gebührend aus der Saison verabschieden. Es ist das letzte Spiel, es ist ein Riesenunterschied, ob du auf Platz 10 landest oder ob du auf Platz 15 landest. Und um das geht's. Mit 3 Punkten hoffe ich, dass wir Ingolstadt überholen, dass wir dadurch die zweite Kraft auch in Bayern in der Tabelle darstellen, so wie sich's gehört. Und daran werden wir oder dafür werden wir alles tun. Und wer dann spielt, werden wir entscheiden. Wir werden auf jeden Fall so aufstellen, dass wir ja, das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Einen Spieltag vor Schluss auch den Klassenerhalt geschafft zu haben, ist nur ein Riesenkompliment wert an jeden einzelnen Spieler, an jeden, der hier mitgeholfen hat. Da sind wir stolz drauf, dass es kein Endspiel mehr gibt am letzten Spieltag, sondern dass wir natürlich gegen den HSV jetzt nochmal gewinnen wollen, die Saison abrunden wollen. Danke sagen wollen bei den Fans mit einem Sieg und dafür werden wir am Samstag alles geben. Und auch beim Gegner aus Hamburg ist es vor dem letzten Spieltag an der Zeit, die Saison einmal Revue passieren zu lassen. Die war intensiv, die war nicht einfach, ja, aber wir haben das Hauptziel erreicht. Ich glaube, das muss man mal festhalten. Ja. Nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, das ist ganz entscheidend. Dass das uns nicht reicht, keine Frage, dass wir uns nicht beweihräuchern, dass wir wissen, was ich vorhin gesagt habe, bestimmte Dinge haben nicht gepasst. Das wollen wir verändern, aber das haben wir auch immer wieder klar gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit dafür. Beide Mannschaften beenden also eine intensive, aber zufriedenstellende Spielzeit. Und da beide Teams den Klassenerhalt bereits eingetütet haben, können sich alle Fans in der WWK-Arena am Samstag auf einen schönen Fußballnachmittag freuen. Ja, wir spielen zu Hause. Letztes Spiel. Ja, und da, wir gehen dann immer raus zum Gewinnen. Und vor unseren Fans, also ich hoffe, dass wir die 3 Punkte holen und dass wir eine schöne Feier hier zu machen können. Und hast du nach den 3 Tagen Mallorca noch Luft, dann auf der Saisonabschlussfeier nochmal ein bisschen Gas zu geben? Ich habe immer Luft. Also, ja, also Luft ist immer da. Also wir sind auf Hamburg konzentriert und dann nach dem Schluss schauen wir, was passiert. Da sind wir doch mal gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen schönen Abschluss.